Hallo YouTube und herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge hier auf dem Siegkreuz-Kanal. So wird Weihnachten und Silvester in A World of Warships. Alle Details, die wir jetzt schon wissen, in diesem Video kompakt. Hallo Seekräuter und Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausblickfolge zum Update 010.11. Das Weihnachts- und Silvester-Update ist am Start. Die ersten Informationen haben wir jetzt hier für euch, die hat Wargaming nämlich rausgegeben. Es wird zu unserer aller Überraschung ein Werft-Event wieder mal zu Weihnachten geben. Ist ja schon länger bekannt, welche Schiffe werden gebaut. Wir können die Marlborough bauen als T9-Schiff, nachdem wir 32 Stufen vervollständigt haben. Nach 18 Stufen wird es die Repulse geben, ein T6-Schlachtschiff der Briten, und nach 6 Stufen wird es die Dreadnought geben. Dieses Schiff ist schon länger im Spiel, aber wird jetzt hier eben ja eine besondere Lackierung bekommen, und wir bekommen auch einen Ersatz für alle, die schon die Dreadnought haben, nämlich 5,25 Millionen Credits gibt es dann für den Dampfer, wer sie schon besitzt. 27 Phasen werden wir uns wieder kostenlos erspielen können in den Kampfaufträgen, also 27 Werftbaumarken muss man dann holen und dann kann man sich da durchklicken. Am Ende müssen 5 Phasen gekauft werden, 7500 Dublonen müssen investiert werden. Wie gesagt, da wird es wieder einen Rabattgutschein am Anfang geben, das ist aber noch nicht klar, wie ganz genau diese ganze Geschichte dann aussieht. Hier sind nur ein paar Impressionen von der Marlborough während des Werft-Events. Und hier sehen wir dann einmal die Dreadnought auf T3, die Repulse in der Sondertarnung hier, Sterne oder wie sie hier ausgesprochen wird, also auf jeden Fall eine Weihnachts-Silvester-Tarnung. Und dann haben wir hier die Marlborough, so wird sie aussehen, wenn sie in der Werft dann fertig gebaut wird. Außerdem wird es natürlich auch wieder weitere Belohnungen auf den Etappen durch die Werft durchgeben, unter anderem Weihnachtsgeschenke, dann die großen und auch die Mega-Weihnachtsgeschenke werden dabei sein. Und auch verbrauchbare Tarnung, eine neue, nämlich Neujahrshimmel, wenn man dazu ausdrücken möchte. Ein bisschen frei übersetzt. Stahl wird in der Werft auch nochmal dabei sein. Einmal wohl als Einzelbelohnung, aber wir kennen ja die ganze Geschichte schon. Wenn ihr nämlich am Anfang Dublonen für die Phasen ausgebt und euch die dann nochmal durch die Kampfaufträge freischalten werdet, dann bekommt ihr 250 Stahl pro abgeschlossene Phase. Jetzt aber nicht verwechseln, wir müssen ja 5 Phasen sowieso kaufen und das zählt ja nur für Aufträge, die man bereits, also die man sich auch erspielen kann. Und davon können wir 27 erspielen. Das heißt, 27 mal 250 Stahl ist dann möglich. Das heißt, das sind dann 6750 Stahleinheiten plus den Bonus, den ihr von der Clan-Basis eben bekommt, wenn ihr in einem Clan seid. Und einen Hinweis möchte ich gleich noch sagen, haben sie jetzt hier nicht separat erwähnt, aber mit dem Update 010.10 sogar fängt schon an, dass wir uns Stahl für T8 und T9 Schiffe erfahren können. Das heißt, da ist dann auch nochmal extra Stahl dabei, da kommt es dann einfach darauf an, wie viel T8 und T9 Schiffe ihr im Hafen habt. Sobald es dann natürlich mehr Informationen zu dem ganzen Werft-Event nochmal im Detail gibt, werden wir euch ein passendes Video natürlich dazu machen, wo ihr nochmal alle Informationen zusammengetragen bekommt, sodass ihr optimal vorbereitet seid, um in das Werft-Event zu starten. Dann können wir auch das nochmal preislich auseinandernehmen, was ist wie viel wert und wie viel bekommt man dann dafür. Parallel zum Werft-Event wird es noch ein weiteres Event geben und das ist das Weihnachts-Silvester-Event, was dann 2 Wochen nach dem Aufspielen des Updates 010.11 starten wird. Ich denke, dass es um den 23. Dezember 2021 starten wird und dann eben 4 Wochen dauern wird, nämlich bis zum Ende des Updates 010.11. Am Ende kennen wir diese Variante schon so ein bisschen von Battle of the Beast oder Aircraft Büro. Da konnte man ja auch jeweils die Parteien wählen, einmal pro Woche wechseln. Es ging darum, Aufträge zu erfüllen, die man als Team und individuell zugewiesen bekommt. Die kann man in Zufallskoop und gewetteten Gefechten tagsüber erfüllen. Das heißt, da gibt es wieder nur einen Zeitraum, wo man die erledigen kann. Durch das Abschließen geht der Fortschrittsbalken für sein Team und individuell dann halt weiter nach oben. Man bekommt besondere Belohnungen. Eine der Belohnungen, die man da bekommen kann, sind zum Beispiel ein dieser Schneeriesenkommandanten mit 6 Fertigkeitspunkten und auch besondere Tarnung bzw. Erfolge. Erstmal hier der Erfolg. Ja, Silvestererfolg, und dann gibt es eben unter anderem eine permanente Tarnung für die Jaguar, für die Omaha und für die Conte di Cavour. Das ist diese permanente Snow and Star Tarnung, die man da erhalten kann. Außerdem wird es auch noch andere Belohnungen geben, nämlich die temporäre Ressource Sinterklaas Marken und eben diese Container Neujahr und Weihnachten der Marine.
Und was wir damit machen, dazu kommen wir jetzt. Die Weihnachten und Neujahr der Marinecontainer, die befüllen nämlich eine Sammlung, die aus 4 Seiten besteht. Jede Seite hat 6 Elemente, heißt am Ende haben wir 24 Elemente. Jede Seite, die wir abschließen oder vervollständigen, bringt einen Tag Premium-Spielzeit. Machen wir die gesamte Sammlung voll, gibt es ein Weihnachtscontainer, großes Geschenk. Und wie gesagt, die Sammlungsgegenstände können nur aus diesen Weihnachten und Neujahr der Marine eben erhalten werden. Außerdem können die Container selbst auch für diese Sinterklaas-Marken in der Waffenkammer gekauft werden. Auch dieses Jahr wird Wargaming wieder einen bestimmten Hafen weihnachtlich schmücken. Dieses Jahr ist es der Hafen von London, wo ja auch das Werft-Event stattfindet. Passt also thematisch dann auch dazu. Lichterketten sind hier dabei. Der Schriftzug gehört natürlich dann auch dazu. Darüber hinaus gibt es weitere permanente Tarnungen, die man irgendwie im Spiel erhalten kann. Genau wie wir sie erhalten können, sagen sie jetzt hier nicht. Aber es werden permanente Tarnungen für die Weser, Fubuki, Ismael und Kikduin sein. Thema ist dann hier Schnee und Sterne. Darüber hinaus gibt es einen Kommandanten für die Niederländer, nämlich den Kommandanten Sinterklaas. Und es wird eine Flagge geben, die Neujahrskonstellation-Flagge und die Grafiken oder die, ja, das 3D-Modell sozusagen für die Geschenkcontainer wurde dann auch aktualisiert. Nach dem Weihnachts-Event-Teil kommen wir jetzt zu den technischen Änderungen, denn es wird einen Sound-Voreinstellungsreiter in Zukunft geben. Das ist dann im Bereich Ton. Hier haben wir so ein Dropdown-Menü und da können wir nämlich wählen zwischen Voreinstellungen für unseren Klang im Spiel. Einmal die Standardeinstellung. Dann gibt es Cinematic, wo eben der Sound am lebendigsten und am sattesten ist. Dann gibt es Vereinfacht, wo dann nur die wesentlichen Soundeffekte aktiviert werden, damit man sich voll auf das Gefecht konzentrieren kann. Dann gibt es Nachtmodus, wo optimiert ist, mit mittlerer und niedriger Einstellung zu spielen. Und es gibt Benutzer definiert, wo weiterhin alle einzelnen Regler so zu bewegen sind, wie wir das jetzt schon zum Beispiel im Update 0.10.9 machen können. Nächste Änderung ist eine optische Änderung. Wenn wir in Zukunft, also ab dem Update 0.10.11 Schiffe kaufen, dann landen wir zuerst im Schiffsdemonstrationsbildschirm, der dann so aussieht. Da gibt es dann noch weitere Änderungen, wie man dann hin und her wechseln kann, wieder zum Forschungsbaum zurück und so weiter. Das alles werden wir dann auf dem PTS ausprobieren und euch dann in einem separaten Video einmal aufzeigen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die Unterwasserwelt hinzugefügt wurde für folgende Karten. Ring, Naval Station Newport, Killer Whale, Raptor Rescue und Mountain Range. Nun sind wir fast am Ende des Updates 0.10.11 angekommen, zumindest mit den Informationen, die wir bis jetzt dazu haben. Es gibt noch eine neue permanente Tarnung für die Fuso, japanisches Schloss, sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus, muss man sagen. Aber ja gut, es ist dann eben Kunst, wollen wir es so ausdrücken. Das nächste ist, dass es einen Aufnäher respektive eine Flagge geben wird für Charity-Events. Ja, wie genau diese Sache dann ins Spiel kommen wird, weiß ich jetzt noch nicht, mit welchen Events es dann verfügbar sein wird. Und außerdem kommen zwei neue verbrauchbare Tarnungen hinzu, nämlich Early Morning und vor Valent Service. Und diese Tarnungen sind identisch mit den Tarnungen Aufstieg und für verdienstvolle Leistungen, unterscheiden sich jedoch in ihren Bonis. Welche Bonis diese neuen Tarnungen sozusagen haben werden, werden wir dann sehen. Das wird nämlich später erst veröffentlicht werden. Also ihr wisst ja, dass mit Update 0.10.10 eben diese beiden Tarnungen rausgehen, nämlich Aufstieg und für verdienstvolle Leistungen. Und dafür kommen dann offensichtlich mit 0.10.11 neue 2 Tarnungen hinzu. Und das soll es gewesen sein vom Update 0.10.11. Das sind die ersten Informationen zum Weihnachts- und Silvester-Update. Ich hoffe, es war für euch informativ. Wenn es so war, dann gerne einen Daumen nach oben lassen, Kanal kostenlos bei YouTube abonnieren, Glocke drücken nicht vergessen, dass ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Gerne auch in die Beschreibung schauen für Secrets, um mit uns in Verbindung zu bleiben. Wir haben viele weitere Präsenzen, auch bei Twitch, Facebook, Discord und so weiter. Mit World of Warships anfangen könnt ihr natürlich auch. Dabei helfen wir euch gerne mit den Links in der Beschreibung. Ich sage danke für eure Zeit. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.